eigentlich kaum glauben. Aber wie ich in meinem letzten Video bereits angekündigt habe, habe ich jetzt alle Komponenten, um das Bike fertigstellen zu können. Und das bedeutet auch, dass diese Folge hier heute eventuell die letzte Folge sein wird, wo ich am Bike arbeiten werde. Also, wenn alles gut läuft, dann kann ich euch am Ende dieser Folge hier das fertige Bike nach 9 Monaten präsentieren. Unglaublich. Ja, aber dafür möchte ich gar nicht lange quatschen, denn ich habe Ende dieser Woche noch einen TÜV-Termin. Das bedeutet, bis dorthin muss das Bike fix und fertig dastehen. Und deshalb will ich heute gar nicht lange... Ja, was uns an unserem Bike natürlich noch fehlt, sind ein paar richtig geile Blinker. Und das hat auch die Firma Kellermann so gesehen und hat uns spontan 2 Pärchen Atto-Blinker zur Verfügung gestellt. Also das Modell heißt Atto, einmal die normalen Attos für vorne und einmal die Attos DF für hinten. Diese haben 3 Funktionen, Rücklicht, Bremslicht und Blinker in einem Bauteil. Und wie verdammt klein diese Dinger sind, das seht ihr hier. Also dieser kleine schwarze Pinnippel, so groß wie mein Fingernagel vom kleinen Finger hier, das ist der Blinker, selbstverständlich eh geprüft und somit für den deutschen Straßenverkehr zugelassen. Und befestigt habe ich diesen Blinker hier an so einer Schelle, die ich am Gabelholm befestigen möchte, in Verbindung mit so einem kleinen Aluminiumwinkel. Ja, und wie schon erwähnt, hier vorne dran ist der kleine Blinker. Das Anschließen vorne ist relativ simpel, denn wir haben hier einfach 2 Leitungen, einmal Plus und einfach Minus. Und die werde ich einfach an die alte Plus- und Minus-Leitung der vorherigen Blinker anschließen. An der Heckpartie habe ich jetzt hier unsere kleinen Atto DF montiert. Die Kabel habe ich auf der Innenseite in Schrumpfschlauch eingefasst und hier mit Sekundenkleber fixiert. Das ist eine relativ simple, aber stabile Lösung. Ja, und jetzt muss ich noch die jeweiligen 4 Kabel auf jeder Seite anschließen. Das bedeutet mit dem ehemaligen Bremslicht, Rücklicht und mit den Blinkern zusammenschließen. Ist relativ simpel, deshalb traue ich mir auch zu, euch das zu erklären, auch wenn sich der eine oder andere Elektroingenieur jetzt wieder an meinen Ausführungen totlachen wird. Die 4 Leitungen oder Adern an den Atto DF sind selbstverständlich farblich gekennzeichnet. Und so haben wir hier eine graue Leitung, das ist die Plusleitung vom Blinker. Wir haben eine grau-weiße Leitung, das ist das Plus vom Rücklicht. Wir haben eine grau-rote Leitung, das ist das Plus vom Bremslicht. Und wir haben eine schwarze Leitung, das ist die Minusleitung oder auch die Erdung. Damit ich die Heckpartie später auch wieder abnehmen kann, ohne die ganzen Kabel hier mit dem Seitenschneider durchtrennen zu müssen, werde ich das Ganze natürlich steckbar machen und dafür benutze ich einfach die alte Steckverbindung vom alten Rücklicht und werde die Kabel hier einfach mit den einzelnen Adern der Attos anschließen. So, die Verkabelung ist fertig und ich bin jetzt mal gespannt, ob das Ganze auch funktioniert. Die Heckpartie habe ich jetzt nur mal hier provisorisch auf das Motorrad draufgelegt, um zu überprüfen, ob ich die Elektrik überhaupt korrekt angeschlossen habe. Ja, und in meinem ersten Schritt werde ich mal hier die Stecker unter der Sitzbank miteinander verbinden und dann werde ich das Zündschloss einschalten, um zu schauen, was passiert. Oh, ein gutes Zeichen. Die Rückleuchten funktionieren schon einmal, auch die Bremsleuchten funktionieren einwandfrei. Jetzt checken wir noch die Blinker. Ja, und dieses Problem, das kennt wohl jeder, der schon einmal LED-Blinker an seinem Motorrad verbaut hat. Der Grund für diese hohe Taktfrequenz ist, dass diese Blinker einfach zu wenig Widerstand haben, um die alten Blinkrelais korrekt auszulösen. Ja, aber auch hierfür gibt es eine relativ simple Lösung, und zwar diese Kellermann Blinkrelais hier. Wie man diese verbaut, habe ich in einem alten Video mal beschrieben. Den Link seht ihr hier oben in meinem Video drin. Das Video ist schon ein paar Jahre alt, deshalb bitte entschuldigt die schlechte Qualität, aber ich denke, es reicht vollkommen aus, um zu beschreiben, wie man das gute Stück hier verbaut. Und auch ich werde dieses Stück jetzt hier in mein Motorrad einbauen und anschließend prüfen, ob die Taktfrequenz in Ordnung ist. Gefühlte 20 Minuten später habe ich das Blinkrelais verbaut und ich will jetzt mal schauen, wie sich das verhält mit der Blinkfrequenz.
Also das sieht doch schon gleich ganz, ganz anders aus. Mit dieser Taktfrequenz habe ich auch gute Chancen, durch den TÜV durchzukommen. Ja, die Elektrik funktioniert soweit. Die normale Beleuchtung, das Bremslicht und die Blinker, alles wie es sein sollte. Jetzt kann ich endlich hingehen und die Heckpartie hier am Rahmen fixieren. Die Blinker vorne und die Rücklichter hinten sind montiert, funktionieren einwandfrei und sehen einfach nur gigantisch aus. Also genau die richtigen Komponenten für unser Bike-Projekt hier. Ja, und in diesem Sinne ein fettes, fettes Dankeschön an die Firma Kellermann, die uns die Rückleuchten, die Blinker und das Blinkrelais gesponsert haben. Und schaut euch nochmal die enorme Leuchtkraft an, die diese kleinen Blinker hier haben. Die dürfte stärker sein als die Originalleuchtmittel, obwohl diese Dinge hier so extrem klein sind. Einfach nur der Hammer. Ja, der Wolle von der Oldschool-Bude, der hat uns noch farblich passende Griffe für unser Bike-Projekt hier hergestellt. Und ursprünglich macht der Wolle aus diesem Material hier eigentlich Liebesspielzeuge für Damen. Und irgendwann hat er sich die Frage gestellt, was er wohl für die Herren herstellen könnte, mit dem sie genauso viel Spaß haben wie die Damen mit ihrem Liebesspielzeug. Und ich glaube, etwas Besseres als Motorradgriffe hätte er nicht finden können. Wenn auch ihr farblich passende Griffe für euer Bike haben wollt, kontaktiert den Wolle. Ich glaube, er kann sämtliche Farbkombinationen herstellen. Vielen Dank hierfür, Wolle. Ich bin schon gespannt, wie sich die hier in unser Bike-Projekt hier integrieren. Und in diesem Sinne bauen wir die Dinger mal ein und gucken, wie sie aussehen. So Freunde, nach 9-monatiger Umbauphase ist das Bike-Projekt soweit mechanisch abgeschlossen, also alles ist umgebaut, wie es sein sollte. Und ich werde jetzt das erste Mal wieder nach 9 Monaten probieren, den Motor zu starten und bin extrem gespannt, ob mir das gelingt, ob die Batterie durchhält und ja, was sonst noch alles passieren kann. In diesem Sinne hier, probieren wir es einfach mal aus. Wie ihr hören konntet, ist das Bike sofort angesprungen und ich muss sagen, mir fällt so ein Stein vom Herzen. Also ich bin extrem erleichtert, dass es hier jetzt keine Probleme gibt und der Motor nach 9 Monaten problemlos angesprungen ist. Ja, ich werde jetzt noch hingehen und die ganzen Flüssigkeiten überprüfen, also Öl, Kühlwasser. Ich werde den Scheinwerfer vorne noch einstellen und dann ist das Bike eigentlich soweit fix und fertig, um beim TÜV vorgeführt zu werden. Und ich hoffe, dass wir dort alle Änderungen eingetragen bekommen. Ja, wenn das Bike soweit vom TÜV abgenommen ist und seinen Segen hat, dann werde ich mal im nächsten Video erklären, wie ihr dieses Bike hier gewinnen könnt. Denn darum geht ja eigentlich dieses gesamte Bike-Projekt, dass dieses gute Stück hier am Ende versteigert wird und der Erlös einem guten Zwecke zugutekommt. Dazu aber mehr in meinem nächsten Video, wenn das schicke Teil hier TÜV hat.
Ich wäre euch jetzt noch extrem dankbar, wenn ihr unten ins Kommentarfeld eintragen könntet, was euch an dem Bike vielleicht gut gefällt, vielleicht was man hätte anders machen können oder was ihr anders gemacht hättet und ja, was ihr allgemein von diesem gesamten Bike-Projekt hier haltet. Also für ein bisschen Feedback wäre ich da sehr, sehr dankbar. Ich werde jetzt erstmal rausgehen, an die frische Luft auf den Hof, eine kleine Runde mit dem Motorrad hier drehen, um zu schauen, wie das gesamte Fahrverhalten ist. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder, wenn ich euch erkläre, wie ihr das schicke Teil hier gewinnen könnt.